So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe gerade noch verzweifelt meinen. Ach, hier ist mein Bleistift. Ich verschmeiße dauernd Sachen. Heute ist ein merkwürdiger Drehtag. So, auf jeden Fall. Wir haben hier ägyptische Schriftzeichen. Schöne Wandmalereien. Ah ja, das gehört zu unserem Rätsel. Und das ist etwas wie das Lösungswort aus. Gut, gucken wir erstmal. Wir haben auch unser letztes Schiff. Die Nina. Ninja. Wo Spiri Wunubik? Ich weiß auch nicht, was das sein soll für eine Sprache. So, das schmeißen wir schon mal weg. Und hier ist unser Textchen. Schön kühl hier und absolut still. Ich würde stark vermuten, dass mich meine Zeitreise tatsächlich ins Innere einer ägyptischen Pyramide geführt hat. Schon verrückt, was die Menschen vor über 3300 Jahren gebaut haben, um ihre Könige zu bestatten. Wer wohl in diesem Sarkophag liegt? Ich mache es mal etwas heller, vielleicht geht mir dann ein Licht auf. So, ich suche mal die dazugehörigen. So, aussortieren. Aussortieren. Immer wo Schrift drauf ist, das können wir aussortieren. So, die zwei. So, und hier oben haben wir ja auch quasi das steht für Buchstaben. So, hier haben wir Scharam, das sind sechs Buchstaben. Und hier haben wir sechs Symbole. So, und das Krokodil ist Tomsa, das dritte ist ein M und das haut halt auch mit diesem Scharam hin. Wir müssen also quasi die Buchstaben übersetzen und das hier drüben. Wir suchen als erstes einen Elefanten und der Elefant ist hier nirgendwo drauf. Achso, Alfil. Hä? Moment. So, kann ich mal meine Beinchen ausstrecken? Ich werde mal als erstes hier einfach mir ein Alphabet aufmalen und die Symbole übertragen. Dann schneide ich euch dann alles raus und wir sehen uns irgendwann demnächst. So, kurzes Intermezzo. Wir haben jetzt nicht alle Buchstaben bekommen, aber relativ viele. Und ich vermute, wir suchen diesen Namen des Pharaos. Ich mag solche, also die Rätsel sind einfach, aber ich mag sowas nicht, weil das halt sehr viel Konzentration und Geduld erfordert. Und ich bin ja eher der impulsive Typ. So, ich werde also nochmal alle Buchstaben raussuchen und aufschreiben. Das schneidet ihr euch wieder raus und ich zeige euch dann gleich das Ergebnis. So, wir haben Christophorus Columbus. Und ja, das zwischen dem H und dem R, ich habe das überprüft, das muss so sein. So, und das müsste ja nun der hier sein. Das Bild. Und hier haben wir die Schiffe. Gehört dann aber irgendwie wieder Allgemeinwissen dazu, ne? Also ich habe jetzt hier gerade nochmal geguckt. Hier steht sogar Christophorus. Ich dachte immer, ja, wir sagen in der Christoph Kolumbus. Das ist sicherlich die Kurzform, aber ich hätte eher gesagt, wenn dann Christopher oder Christophorus. Also dieses Christophorus, das irritiert mich tatsächlich. Auf jeden Fall steht hier Seefahrer, Entdecker Amerikas und hier ist dieses Schiff daneben. Genauso wie bei Tutankhamun halt die Pyramide war. So, und hier entdeckt man dann halt dieses Schiff. Ist okay. So, wir haben ja hier auch einen gesteigerten Schwierigkeitsgrad, muss man dazu sagen. Ach, das
reißt hier oben wieder alles ein. Also, es ist nicht... Es ist einfach nicht schön gestanzt. Und wir haben das sechste Türchen. Und das ist ja das, was wir heute gemacht haben. Halleluja! Wir haben es. So, das, was dort drin ist, sieht schon wieder sehr... wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss!